ein Verein aus München, der sich ganz nachhaltig mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Das heißt, wir haben mehrere Kampagnen laufen, um Kinder zu unterstützen, also auch in Kindergärten und an Schulen. Und wollten jetzt einfach mal ein paar Stimmen aus dem Fachpublikum hier zum Thema Nachhaltigkeit und was sie da im Privatleben so machen. Also ich würde sagen, also es ist natürlich wichtig, sich auch zu engagieren für verschiedene Sachen. Man kann sich natürlich nicht überall engagieren, weil irgendwann verliert man, glaube ich, so ein bisschen den Überblick. Aber das, was einen selbst betrifft und was für einen selbst wichtig ist, das muss man natürlich selbst entscheiden, das ist natürlich wahnsinnig wichtig. Ja. Ja, was machen Sie da? Einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Umweltschutz natürlich wichtig. Da ist es natürlich wichtig, irgendwie ganz, ganz kleine Sachen, wie die Sachen nicht auf Standby lassen. Ich habe keinen Trockner. Okay. Ich häng meine Sachen schön auf die Leine. dann natürlich beim Handy die Aufladegeräte rausziehen, wenn kein Handy dran steckt und solche Sachen. Okay. Irgendwie gucken, dass man im Sommer vielleicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt und nicht mit dem Auto die 5 Kilometer. Also bei uns in München ist ja alles relativ kompakt. Und da kann man schön durch den englischen Garten, dann tut man erstens was für die Bikini-Figur und zweitens wird man braun und drittens ist man frisch, wenn man bei der Arbeit ist. Das ist natürlich auch ganz gut und von daher, solche Sachen sind ganz wichtig. Super, also ich höre da raus, dass einiges am Laufen ist sozusagen in puncto Zukunft und gestaltet sich ganz gut. Jetzt haben wir ja die Wahlen und was würden Sie denn gerne den Politikern mitgeben, so persönlich? Dass sie mal gucken sollen, dass sie das, was sie in ihren Reden so schön formulieren, dass es dann auch irgendwie in die Tat irgendwie so umgesetzt wird, dass man sich darauf verlassen kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man irgendwie ein bisschen Verlässlichkeit schafft. Okay. Und was halten Sie davon, den Kindern das ein bisschen mehr einzutrichtern, dass man wirklich auch sagt, man setzt im Grund an, um das dann für die Zukunft weiterzuführen? Natürlich fängt es bei den ganz Kleinen an. Man muss immer bei den ganz Kleinen anfangen, denen beibringen, wie man zu leben hat, wie man es am besten lebt man es vor. Das fängt schon bei der Ampel an. Ich gehe nicht über eine rote Ampel, wenn ein kleines Kind neben mir steht, sondern da warte ich, bis es grün ist. Genauso, wenn die Mutter ihr Wasser laufen lässt beim Zähneputzen, kann sie nicht vom Kind erwarten, dass es das Wasser ausmacht beim Zähneputzen. Also es sind so ganz viele Kleinigkeiten, die einfach wichtig sind. Okay, das war's. Danke. Danke auch.